Und da gibt es erstmal verbesserte Tore, dass wir die Tür nach hier verschieben können und vielleicht den Raum hier aushöhlen können, eins nach eins tiefer. Oh. Es geht schon abwärts. Ach, schaut, mehr Monster. Ja, die Totenkopfböcke werden euch lebendig rösten und dann totbeißen. Was ihr vermutlich ganz und gar nicht wollt, oder? Und plötzlich habe ich Appetit auf Spanferkel. Grunz, Zwerge macht sie fertig. Okay. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die Leiter hier vollständig abgestürzt ist. Oh, aber hier sind verdammt viele Ressourcen. Ups. Naja, wenn ich so an die Ressourcen drankomme, die ich brauche. Dann muss ich das halt so machen. Wenn es nicht anders geht. So, noch 5 Punkte, dann habe ich genug Punkte für noch in die Nahrung geben. Da habe ich genug Punkte für die Kosteneffizienz. Weil die Viecher sehen jetzt auch wieder bösartig aus. Erreicht die unteren Ebenen. Noch mehr Monster. Bevor wir etwas anderes unternehmen können, müssen wir auch diese Biester besiegen. Sie müssen alle fallen. Die Dämonenkugel hat durch das Wahlgesetz etwas mehr Energie erhalten, aber nicht genug. Wir müssen tiefer unten in diesem Labor weitere Geräte suchen. Ja. Oh. Da ist ein Raum. Einfach mal so dazwischen. In dem wir aber einfach nicht einfach so reingraben können. Na ja, gut, großartige Wahl haben wir nicht. Wenn wir nach mehr Ressourcen suchen wollen, müssen wir wohl oder übel hier weiter runter und die Räume abklappern, die neben dem Labor so bestehen. Wie auch das da, die Räume da hinten. Und wir müssen Holz verbraten. Ich denke mal, da ich so viel Holz und Eisen jetzt habe, so, baue ich die letzten drei Truhen, dann habe ich die maximale Größe erreicht an meiner Lagerkapazität, die ich brauche. So, warum wir da hinten kein Zwerg buddeln? Irgendwie fühlen sie sich nicht angesprochen. Dabei gibt es hier doch den direkten Weg. Oder nicht? Wenn ich euch hier hinstelle. Hat immer noch. Ah ja, doch, jetzt hat einer Lust zu buddeln. Gut. Noch mehr Stein. Noch mehr Stein ist gut.
vom Stein aus geht es dann nach unten in die Maulwurfshöhle da wahrscheinlich rein. Oh, ein großer Steincluster. Ja, 2400. Lagerkapazität reicht völlig aus. Und ich glaube, ich werde jetzt doch mal die Nahrung upgraden. Sobald hier gerade abgeerntet wurde. So, Nahrungseffizienz ist schon mal auch gut. Ich könnte Kürbisbeete anbauen. Haben wir noch was anderes, effektiveres vielleicht? Nein. Ein Kürbisbeet bringt genauso viel wie ein Maisfeld. Echter Pfifferling würde Beliebtheit bringen, aber die ist schon auf Maximum. Also ja, Mais. Mais ist auf jeden Fall leckerer als Radieschen. Meiner Meinung nach jedenfalls. So, und dann hier geradeaus runter in den Maulwurfsbau rein. So, und hier weiter zumachen. Also ja, jetzt kommt Nahrung rein, jetzt kommt Holz rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Und wir sollten trainieren. Also unsere Zwerge trainieren lassen. Okay, sieht schon mal nicht verkehrt aus hier. Ist auf jeden Fall Geld zu holen, hier der Menge. Und von hier aus können wir zu den anderen Räumen hier drüben buddeln. Und können mal gucken, was hier drin versteckt ist. Hoffentlich. Und hier weiter unter uns. Können wir das hier verkaufen? Das ist ein... Oh. Die kämpfen sogar mal. Ich würde sagen, ist das... Ah, hier ist nichts mehr zu verkaufen, aber das, was ich... Obwohl, war da was? Ja, eine Wandhalterung. Das hier, was ist das? Das sieht so interessant aus. Spinnwebengardinen, die kein Geld bringen. Na egal. Die beiden bringen auf jeden Fall gut Ressourcen, die Generatoren. Und auch die beiden Teleportaktivatoren bringen gut Ressourcen. George! Ich will aber auf jeden Fall auch mal hier Ressourcen haben. Also buddelt. Ich hoffe, ihr kommt zum Buddeln. Ja, ihr kommt zum Buddeln. Sehr schön. Jetzt noch 3 Punkte und wir haben genug Punkte für die Kosteneffizienz. Das heißt, wenn wir dann... Wie viel Marmor brauchen wir? 75? Ne, ich glaube, ja, 150 Marmor zusammen haben. Werden wir die Marmortische mal bauen. Wenn wir mal Marmor finden. Weil Marmor ist nicht billig. So, die Leiter 1 tiefer verlegen.
Und dann ist hier der perfekte Weg, um nach da drüben zu graben. Gucken wir uns erstmal die Ebene an. Bevor wir uns die anderen Ebenen angucken. Die sind schon mal fleißig weiter am Trainieren. Das finde ich sehr gut. Ich brauche halt 100 Obsidian und 100 Titan jetzt erstmal. Oh, Ressourcen. Egal, ob es jetzt hier Goblins sind oder ein paar Orks. Hauptsache, es ist was zum Töten, um Erfahrung zu kriegen. Und etwas, was Ressourcen hat. Naja, danke. Hä? Ach so, hier ist schon wieder das Odigium im Weg. Ich möchte ja eigentlich... Oh, die haben Gold. Dann tun sie mir fast schon ein bisschen leid, dass ich sie jetzt auslöschen muss. Oh, sogar die ganze Kampftruppe will jetzt ein Stück von ihnen abhaben. Okay. Seit wann sind die alle so motiviert? Ein Gnom und ein... noch ein Gnom. Ernsthaft, der eine geht essen und kriegt trotzdem Erfahrung dafür. So, hier drüben wollen wir noch rein. Arbeitergeschwindigkeit haben wir ja schon. Gelehrtenspezialisierung und Koffein wären zum Beispiel ja noch nicht schlecht. Und natürlich die Scharfschützenausbildung. Aber jetzt erstmal Kosteneffizienz. Und wir haben schon das Maximum an Nahrung erreicht, dadurch, dass wir Maispflanzen errichtet haben. Ja, ist doch schon mal sehr gut. Was wir vielleicht gebrauchen könnten, wären noch zwei Betten. Können wir da schon gute, bessere Betten? Zwergenbett der glorreichen Vergangenheit, das ist mir zu teuer. Dann mach hier noch Betten. So, währenddessen kann ich mit dem Holz, was ich habe, mal hier zumachen. Oh, hier unter dem Gold ist noch mehr Gold. Wow, da ist eine riesen Goldader drunter. Dann machen wir das ein bisschen anders. Dass das ein bisschen besser aussieht, so. Eine Goldader, die finde ich gar nicht mal so schlecht. So, du buddelst dich jetzt da drüben rein.
Und hier sind wir eigentlich schon auf der Ebene, wo wir Titan finden mussten, sollten.